Hallo, heute habe ich einen kleinen Tipp für alle, die auch schon mal vor dem Problem standen, dass sie mit dem Windows Movie Maker ein Video bearbeiten wollen und das Video aber leider nicht das richtige Format hat. Der Windows Movie Maker, der braucht halt WMV-Dateien und alle anderen Formate kann der halt nicht verarbeiten. Ich selber benutze den Windows Movie Maker eigentlich ganz gerne, um Videos zum Beispiel nachträglich mit Untertiteln zu versehen und zu vertonen. Was aber dann eben nicht geht, sobald man es in einem anderen Format gespeichert hat. Und der Windows Movie Maker selber speichert zum Beispiel die Filme nach der Bearbeitung auch als MP4. Und ja, zurück bekommt man es dann nicht mehr. Da gibt es dann die Möglichkeit, über so einen Online-Videokonverter das Video wieder zurückzuverwandeln in WMV. Und zwar geht ihr hier einfach auf die Webseite convert-video-online.com, dann noch /.de für die deutsche Version. Dann habt ihr ein Online-Tool hier, mit dem ihr Videos jeder Form in jede erdenkliche andere Form umwandeln könnt. Das Ganze geht ganz einfach. Ihr müsst also nicht einmal irgendwie einen Download machen, dass ihr ein Programm euch auf dem PC installiert. Das läuft alles online. Ihr geht erstmal hier auf Datei laden. Und sucht eure Datei aus, die ihr umwandeln wollt. Ich mache jetzt mal das hier. Würdet dann hier aussuchen, welche Form, welches Format das Video danach haben soll, in welchem Format es gespeichert werden soll. Hier habt ihr schon mal eine Auswahl an der Leiste. Es gibt aber auch noch mehr, wenn man hier hinten drauf klickt. Und da findet man eben auch die WMV für den Windows Movie Maker. So, während ihr das hier jetzt auswählt, lädt der hier schon das Video hoch. Da müsst ihr warten, bis der Balken hier, der blaue, komplett, der ist ja jetzt nicht blau, aber der wird blau, wie man hier sieht, und der wird dann irgendwann komplett blau sein. Dann hat er das ganze Video hochgeladen. Dann könnt ihr hier noch auswählen, in welcher Auflösung ihr das Video haben wollt. Entweder wie das Quellformat, wenn ihr damit zufrieden wart, oder ihr könnt es auch noch umwandeln. Und hier könnt ihr noch bestimmen, soll es mit Ton oder ohne gespeichert werden. Und hier zeigt er euch dann auch schon ungefähr an, welche Größe die Datei dann haben wird, wenn sie fertig ist. Wenn das Ganze dann hier hochgeladen wurde, dann könnt ihr hier auf Konvertieren klicken und dann wird er euren Einstellungen entsprechend das Video in dieses neue Format konvertieren. Wenn das dann fertig ist, könnt ihr auf den Link klicken, da steht dann Download, dann lädt ihr euch ganz normal in eure Downloads das Video runter und da könnt ihr es dann wieder ganz normal, zum Beispiel so wie ich das jetzt vorhatte, mit dem Windows Movie Maker ein Video neu bearbeiten und ja, das kann halt mal ganz praktisch sein. Ich fand das eine schöne Lösung, es ist kostenlos und vor allen Dingen, man braucht nicht noch ein Programm und noch ein Programm auf dem PC, man kann es online nutzen. Ich werde mir das auf jeden Fall in die Lesezeichen speichern und das garantiert auch öfter mal benutzen. Ich hoffe, euch hat der Tipp geholfen oder gefallen und würde mich auch über Kommentare freuen. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!